Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Mittlerweile sind wir im 39. Teil und wie ihr seht, ist hier irgendwie alles neu, denn wir haben die ganze Kulisse geändert. Denn eigentlich war die Idee, dass wir die Sendung Eisberg voraus anfangs, so zu Beginn der Corona-Zeit, kurz haben werden. Wir hatten gedacht, für 5 oder 10 Themen. Mittlerweile sind es jetzt fast 40 geworden und wir gehen davon aus, dass es noch etwas länger anhält und wir noch etwas länger mit dem Thema Eisberg voraus zu tun haben werden. Deswegen ist alles neu, irgendwie hübscher. Hoffen wir zumindest, dass es hübscher geworden ist. Aber wir wollen weiterhin aktuelle Themen bringen und wollen schauen in unserer jetzigen Folge, wo wir uns die Struktur der Gemeinde in den letzten Tagen anschauen. Das ist ein bisschen kompliziert, die Struktur der Gemeinde. Und deswegen habe ich mir einen Experten eingeladen, nämlich der Gabriel Maurer ist bei uns. Danke, dass du da bist. Freut mich, dass ich hier sein kann. Der Gabriel Maurer ist nämlich ein Experte in diesem Ding, denn er kommt selber aus der Division. Ehemalig warst du der Generalsekretär der Division, also der Vizepräsident der Intereuropäischen, da, Ja, mit Sitz in Bern. richtig. Und da hast du 20 Jahre lang oder so in der Division gearbeitet und kennst dich dementsprechend gut in den Strukturen aus. Nun, was ich mit dir vorhabe, ich möchte dich einmal, also wir wollen über die Gemeinde sprechen, so in den letzten Tagen, aber vielleicht erstmal reingucken. Wie ist unsere Gemeinde überhaupt aufgebaut? Also die Adventgemeinde, wie ist sie entstanden? Wie ist sie strukturiert? Wie geht man auch mit Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Struktur um? Welche Rolle hat die Ortsgemeinde in dieser weltweiten Gemeinde? Und natürlich die Frage, wird diese Gemeinde bis zum Ende Bestand haben? Da fangen wir am besten so ein bisschen strukturiert an, nämlich wir fragen uns mal, wie ist die Gemeinde eigentlich entstanden? Also die Adventgemeinde. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, denn von der Antwort auf diese Frage hängt ab, wie man Gemeinde versteht. Unsere Pioniere, die haben ja nicht sich einfach ausgedacht, jetzt gründen wir eine neue Gemeinde. Das war vielleicht bei Mohammed so, das war vielleicht bei Joseph Smith so, aber das war bei unseren Pionieren nicht der Fall. Im Gegenteil. Man weiß ja, dass die Miller-Bewegung im frühen 19. Jahrhundert dann eine Gruppe hervorgebracht hat, die auf die Wiederkunft Jesu gewartet haben. Als dann 1844 vorbei war, sind die meisten Leute wieder zurück zur Tagesordnung gekehrt. Aber eine Gruppe von Menschen haben gesagt: Mensch, wir müssen irgendwas missverstanden haben. Denn dass Jesus wiederkommt, das ist klar, das steht ja in der Bibel. Und diese Menschen haben dann miteinander die Bibel studiert. Sie hatten überhaupt nicht vor, eine neue Gemeinde zu gründen. Sie kamen ja auch aus verschiedenen protestantischen Gemeinden. Wir wissen von Methodisten, Baptisten, Ge ich glaube sogar Anglikaner, also viele waren drin, ja. genau, genau. Und übrigens, das waren alles junge Menschen. Die waren so, die meisten waren zwischen 17 und 27. Das waren sehr, sehr junge Menschen. Aber was sie getrieben hat, war das Wort Gottes. Sie wollten verstehen, was steht da drin, und sie wollten gerne dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Das hat diese Menschen getrieben, und das ist ganz, ganz wichtig. Außerdem haben sie sich bei der Gründung der Gemeinde, sie haben sich jahrelang, fast 20 Jahre lang, haben sie sich dagegen gesträubt, überhaupt eine Organisation zu gründen. Das war, glaube ich, Es kam notwendig, weil es immer mehr wurden. dazu, weil ihre Heimatgemeinden sie einfach ausgeschlossen haben. Sie haben die Türen zugemacht und plötzlich standen sie da und da blieb gar nichts anderes übrig, als diese neuen Bewegung eine Struktur zu geben. Und ich sage ja fast 20 Jahre, denn nach 1844 hat es bis 1863 gedauert, bis dann die Struktur, die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet worden ist. Und der ursprüngliche Name, der ist ja auch sehr entscheidend. Sie haben nicht Kirche gesagt, sie haben Gemeinschaft gesagt. Gemeinschaft der Gläubigen. Also einfach Gläubige, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie auf Jesu Wiederkunft warten. Und dann siebenten Tags natürlich, um ein Bekenntnis abzugeben, dass ihnen der siebente Tag, der Sabbat, auch wichtig ist. Das haben sie natürlich
aus der Bibel, aus der Prophetie erkannt. Mhm. War wohl auch ein langer Kampf dahin, also bis man den Namen geformt hat. Es war ja die, also Gründungsdatum war der 21.05.1863. Ja. Und hat man ja damals, also man hat eigentlich zwei große Dinge mit dem Namen gepackt, nicht wahr? Einmal den siebten Tag und Adventist. Ja. Also die, die auf die Wiederkunft warten. Ja. Das war ihnen so wichtig, dass sie gesagt haben, wir sind eigentlich die Gemeinde derer, die auf die Wiederkunft warten und den siebten Tag heilig halten. Muss irgendwie mal entstanden. Man kann sie übrigens finden in Offenbarung 10. Da wird ja ein bisschen geschrieben von der großen Enttäuschung. Als diese Buchrolle sollte gegessen werden von Johannes. Und er war sehr enttäuscht, aber es heißt ja, du musst abermals weissagen. Mhm. Man sagt, wie kann er dann? Im nächsten Vers heißt es dann, vermisst das Heiligtum, 11,1. Man weiß, okay, es hatte also was Besonderes mit dieser Gemeinschaft auf sich. Warum eigentlich? Wurde sie gegründet? Also warum braucht es diese Gemeinde? Ja, das ist auch eine gute Frage. Sie haben sich gesträubt, weil sie einfach vermeiden wollten, dass das wieder passiert, was sie erlebt haben. Sie wurden ja ausgegrenzt, weil sie so eifrig dabei waren, die Bibel zu studieren, weil sie noch weiter an die Wiederkunft Jesu geglaubt haben und das auch verkündet haben. Sie haben ja auch Predigten gehalten und haben Leute zusammengerufen und mit ihnen die Bibel studiert und das ausgelegt. Deshalb war es manchen unbequem und sie haben sie eben ausgegrenzt. Und weil sie das so erlebt haben, da sind sie auf Abwehrhaltung gegangen. Sie haben gesagt, eine Organisation ist gut, aber sie darf nie zu einem Instrument der Machtausübung und zu einem Instrument der Unterdrückung, auch im geistlichen Sinne, werden. Mhm. Ja? Und deshalb hat es so lange gedauert. Aber jetzt die Frage, warum haben sie es trotzdem gemacht? Naja, ganz einfach, weil die Zahl der Adventgläubigen in dieser, sie waren ja eine Bewegung. Ja? Die Zahl der Menschen ist gewachsen. Und ich meine, die Vereinigten Staaten ist ja ein Gebiet, das sehr weitläufig ist. Da gibt es große Entfernungen. Da muss schon etwas organisiert sein, damit die einen, die in dem einen Teil des Landes sind und die anderen, die im anderen Teil des Landes sind, dass sie miteinander kommunizieren können und dieses Miteinander leben können. Ich muss sagen, man redet von 1863. Ja. Da war der Westen war noch kaum erschlossen. Genau. War da nicht sogar Bürgerkrieg in der Zeit? In den 60ern? Das war auch die Zeit, ja. Also von daher schon eine bewegte Zeit. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich auch sehr beeindruckt, dass unsere Pioniere so scharf nachgedacht haben. Das waren ja nicht einfache. Ja, das waren nicht Menschen, die einfach eine Schnapsidee hatten, sondern es waren zum Teil Menschen, die waren sehr belesen, sehr unternehmerisch begabt, wie Joseph Bates zum Beispiel, der hat ja selber ein eigenes Schiff gehabt, ja, der war ja Schiffskapitän. Mhm. Und das waren Menschen, die genau nachgeschaut haben, worum es geht. Aber dann haben sie auch konsequent das umgesetzt. Ja, als Joseph Bates zum Beispiel den Sabbat erkannt hat, dann hat er konsequent das in seinem Leben auch eingebettet. Mhm. Ja? Man muss ja auch sagen, der Sabbat war ja auch nichts, was die Adventgemeinde irgendwie wiedergefunden hat. Das war ja eigentlich was aus der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Baptisten in die Adventgemeinde rüberkam. Es wurde einfach geprüft und es wurde als richtig befunden. Richtig, mhm. Ja. So ist damals entstanden. Und ich meine, es waren wenige Leute. Also am Anfang, es waren vielleicht ein paar hundert, die übrig geblieben sind. Ja. In der großen Miller-Bewegung. Ja. Es hat sich ja viele kleine Gemeinden irgendwo gegründet. Viele sind einfach wieder ausgestorben. Viele von diesen Bewegungen. Aber diese eine ist wirklich sehr groß geworden. Also die Adventbewegung. Und wenn man heute mal so guckt, weltweit, ist sie ganz schön gewachsen. Von ehemalig ein paar hundert haben wir jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, die aktuellen Zahlen kenne ich nicht, aber circa 25 Millionen. Mhm. Gemeindeglieder, allerdings muss man natürlich sagen, das sind Gemeindeglieder. Und da in der Adventgemeinde die Erwachsenentaufe gilt, heißt es, dass die Kinder in der Statistik gar nicht drin sind. Das heißt also, es sind noch viel mehr dabei. Natürlich in Europa haben die Familien nicht so viele Kinder, in Afrika, Asien und Südamerika schon etwas mehr.
Also es sind schon wesentlich mehr als 25 Millionen. Mhm. Und beeindruckend ist, dass die Adventgemeinde eigentlich, es gibt mit einer anderen Bewegung noch die einzigen sind, die gerade exponentiell wachsen. Also die Adventisten, auf der anderen Seite die charismatische Bewegung, mhm. die auch reich an Mitgliedern gewinnt. Also ja. diese beiden ja. Kirchen, eigentlich kann man sagen, oder die beiden Gemeinschaften gehen gerade exponentiell in die Höhe. Die meisten anderen Kirchen verlieren stark Mitglieder. Mhm. Ist beeindruckend, das in 2021 zu sehen. Ja, es ist wirklich erstaunlich. Und man kann natürlich auch sich die Frage stellen, woran das liegt. Also für die Adventgemeinde kann ich sagen, das liegt einfach an der biblischen Botschaft. Mhm. Ja, weil ich immer wieder merke, wenn Menschen die Bibel studieren und sagen, hoppla, da lese ich überall das und das und das, aber in meiner Kirche höre ich nie was davon oder in meiner Kirche wird was anders gesagt, dann fangen die Menschen an, drüber zu beten und entdecken dann natürlich die Gemeinde. Mhm. Und es ist ja auch so, dass wirklich viele der Mitglieder der Adventgemeinde weltweit aus anderen Kirchen auch konvertieren. Also die sagen sich, in meiner Kirche wird die Bibel nicht mehr hochgehalten. Ich suche mir eine Gemeinde, wo noch aus der Bibel verkündet wird. Das ist schon beeindruckend. Wusstest du, dass es in fast allen Ländern weltweit, ich glaube 230 Länder oder so ungefähr gibt es, eine Adventgemeinde existiert? Es gibt nur wenige ja. Länder, wo nicht. Ja, also... Also der Vatikan Grunde, zum Beispiel. Im Grunde genommen kann man sagen, dass so gut wie in jedem Land Adventisten sind. Mhm. Außer natürlich, klar, das Land, das du erwähnt hast, ja, das ist ja ein Kirchenstaat, von daher würde ich den nicht dazu zählen. Aber in praktisch jedem Land gibt es Adventisten. Natürlich gibt es einige ganz kleine Staaten, wie jetzt Andorra oder Monaco oder San Marino. Aber selbst dort gibt es vereinzelt auch Adventisten. Die Statistik erfasst natürlich nur, wo Gemeinden sind. Mhm. Und deshalb von den 230 Ländern, in etwa 202 Ländern gibt es Gemeinden, also organisierte Kirche. Aber ich bin froh, und das ist tatsächlich ein Spezifikum der Adventgemeinde, dass sie nicht wie manche Kirchen nur in ökonomisch starken Ländern vertreten sind oder eben in Dritte Weltländern, sondern die Adventgemeinde ist wirklich weltweit präsent. Mhm. Das heißt, Menschen überall haben Christus kennengelernt. Ich habe heute Morgen noch gelesen auf Wikipedia, ein bisschen über die Adventisten noch gelesen. Wikipedia schreibt, es ist vermutlich die am weitest verbreitete protestantische Kirche der Welt, mhm. die Adventgemeinde. Ist, glaube ich, die fünftgrößte Gemeinde weltweit mittlerweile, weiß man nicht so genau. Aber die katholische Kirche ist natürlich größer und ein paar sind noch drüber. Aber die fünftgrößte und die am meisten verbreitete protestantische Kirche. Ist schon ziemlich beeindruckend. Gut, das liegt natürlich am Gemeindeverständnis. Und was natürlich die Pioniere sehr, sehr bewegt hat und auch angetrieben hat, sich damit zu beschäftigen und auch ihr Zeugnis zu geben, war natürlich der Auftrag Jesu. Und wenn wir die letzten Worte Jesu lesen aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und das ist, was die Pioniere beseelt hat. Und das ist, was bis heute drin ist. Ich meine, wir wollen nicht groß und viele sein. Wir wollen nicht Macht haben große Zahlen haben. Wir wollen einfach Menschen mit dem Evangelium erreichen, mit der frohen Botschaft. Jesus kann dein Leben verändern zum Guten hin. Jesus kann dir helfen, glücklich zu sein hier auf dieser Welt, aber auch eine Perspektive für die Ewigkeit zu haben, wenn Jesus wiederkommt. Das ist, was Adventisten beseelt. Und deshalb ist es eine Kirche, die praktisch weltweit ist, wie kaum eine andere. Mhm. Und bei der
kurz über die Adventgemeinde weiter zu sprechen. Die Adventgemeinde selbst, sie ist unglaublich schnell gewachsen. In alle Länder der Welt oder so ziemlich, hat sich ausgebreitet. Es gibt wahrscheinlich ein paar Länder, ich weiß nicht, Nordkorea ist wahrscheinlich eine Untergrundgemeinde, vermute ich mal. Weiß ich nicht, aber ja. Es ist jedenfalls also ziemlich gegenwärtig auf der ganzen Welt. Sowas braucht natürlich Struktur, wenn man so eine Riesengemeinde hat. Also mit mittlerweile mindestens also 25 Millionen Mitgliedern, sagst du, plus da sind auch jede Menge Kinder und Leute, die einfach die Gemeinde besuchen, aber keine Mitglieder sind. Jetzt muss so eine Gemeinde strukturiert werden. Welche Organe gibt es denn dann? Also wir kennen ja, ich weiß, ich gehe in meine Ortsgemeinde. Mhm. Ich habe hier in Nürnberg eine Ortsgemeinde, da gehöre ich dazu. Aber jetzt bis sozusagen, das Weltfeld ist ja verbunden. Also es gibt eine Generalkonferenz, irgendwie, das ist, glaube ich, das oberste Gremium, das wir haben in der Gemeinde, kann man so sagen. Und wir haben die Ortsgemeinde ganz unten, aber dazwischen, da muss es ja Strukturen geben. Vielleicht, du hast ja in diesen Strukturen gearbeitet. Mhm. Vielleicht kannst du uns die ganz kurz erklären. Also wie sich die Generalkonferenz, vielleicht was das ist und wie die sich verbindet mit der Ortsgemeinde. Ja, werde ich sagen. Und zwar, es ist so, dass in der Adventgemeinde es praktisch vier Ebenen gibt. Es gibt die Ortsgemeinde, es gibt die Vereinigung, es gibt den Verband oder die Union und es gibt die Generalkonferenz. Und die Division ist eigentlich nur eine Außenstelle, eine Regionalstelle, praktisch eine Kontinentalstelle der Generalkonferenz. Ja, es gibt also nur diese vier Ebenen. Aber wichtig ist mir, einfach deutlich zu machen, dass Struktur im Verständnis der Adventgemeinde einfach aus dem Verständnis der Bibel herausgewachsen ist. Wir haben natürlich jetzt einfach säkular gesprochen, wir haben ein demokratisches System, das ähnlich aufgebaut ist, wie die Vereine sind, das Vereinswesen. Aber der Grundgedanke, der kommt aus der Bibel. Schauen wir doch in Apostelgeschichte 2. Ja, was haben die da gemacht? Sie wurden ja an einem Tag 3000 Menschen getauft. Das war nach der Pfingstpredigt von Jesus. Genau. Und da sind natürlich viele zusammengekommen. Was haben sie gemacht? Sie haben sich immer wieder getroffen, haben dann hier und dort in den Häusern gebetet, miteinander gegessen, sie haben miteinander das Wort Gottes studiert, haben Zeugnis gegeben und dann hieß es, und die Gemeinde wuchs und es wurden täglich hinzugefügt zur Gemeinde. Ja, wer war die Gemeinde? Der letzte Vers im Kapitel 2. Ja, wer war denn diese Gemeinde? Das waren einfach die Gläubigen. Das heißt also, die Gemeinde, das sind nicht die Gebäude, die Gemeinde, das sind nicht die Strukturen, die Gemeinde, das sind nicht die Verantwortlichkeiten, sondern die Gemeinde, das sind die Glieder, das sind die Menschen. Mhm. Denn in der Bibel geht es wirklich darum, dass Jesus den Gedanken seinen Jüngern mitgegeben hat, den Menschen zu dienen und ihnen zu helfen, den Weg zu Gott zu finden. Und das ist der Grundgedanke in der Struktur der Adventgemeinde. Die Adventgemeinde, das sind die Gemeindeglieder. Alle zusammen sind die Adventgemeinde. Das ist wichtig, es ist also nicht die Generalkonferenz und nicht irgendwie die Division oder der Verband oder die Vereinigung. Es sind alle Glieder. Allerdings muss man sagen, dass auch die Struktur in der Adventgemeinde einfach entsprechend dem Wachstum hereingekommen ist. Zu Anfang haben sie das ja abgelehnt, die ersten 19 Jahre haben sie es abgelehnt. Aber dann wurden sie eben so viele, dass sie einfach eine Struktur geben mussten. Ja? Mhm. Und dann als dann die Außenmission begann, ja, Konradi kam ja nach Europa und hat hier was aufgebaut und so weiter, dann hat man noch zusätzlich Strukturen gebaut. Und als dann zum Beispiel auch in Deutschland, als dann immer mehr Gemeinden entstanden sind, dann hat man auch hier eine Struktur gebaut und dann kamen eben die Verbände und Vereinigungen hinzu. Zu Anfang, ich meine, bis in die
bis also wenn ich jetzt zurückdenke an die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, da gab es die mitteleuropäische Division, ja, mit Sitz in Darmstadt, auf der Marienhöhe. Und das waren ein paar Länder, die waren dort eben zusammengefasst. Aber dann ging es weiter, weil die Gemeinde gewachsen ist. Dann hat man die Verbände eingerichtet, die Vereinigungen eingerichtet, und so ist es gewachsen. Man muss ja sagen, hier selbst in Apostelgeschichte, du hast gerade aus Kapitel 2 zitiert, hier heißt es ja in Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also wenn ich mir vorstelle, dass also Christus mit diesen 12 Jüngern, ein Jünger wurde getauscht, Christus war schon wieder im Himmel, jetzt haben wir aber immer noch 12. Und dann gibt es noch diesen Kreis von den 70, also es gibt so ein paar Leute, die am Anfang dazugehörten, aber jetzt zu Pfingsten kamen plötzlich an einem Tag 3000 dazu. Nun, die Gemeinde muss ja jetzt irgendwie eine Struktur bekommen, die müssen ja irgendwas sagen, wenn es plötzlich über 3000 Mitglieder sind, irgendwie muss ja was passieren. Und es kamen ja täglich Tausende dazu. Ja. Also diese Gemeinde, die schoss ja auseinander. Ja. Die müssen ja auch eine Struktur gehabt haben in der ersten Gemeinde. Sicher. Ich meine, in Jerusalem war es ja einfach. Das hier ist in Jerusalem passiert. Mhm. Allerdings war es natürlich so, dass zu Pfingsten Leute von überall da waren. Und die sind dann wieder zurückgegangen und haben von ihrem neu gewonnenen Glauben erzählt. Ja, und du hast recht, die Struktur damals war relativ einfach. Die Menschen, die Christus angenommen haben, haben sich in Hausgemeinden getroffen. Praktisch, wir würden das heute als erweiterte Hauskreise bezeichnen, wo sie miteinander Bibel studiert haben, sie haben miteinander gegessen, sie haben miteinander ihre Erfahrungen mit Gott erzählt und haben miteinander gesungen. Das heißt, sie haben Gemeinschaft gepflegt. Das haben sie in den Hausgemeinden gemacht. Mhm. Und das hat gut funktioniert. Es war ja nicht einfach. Zum einen, weil es ja eine sogenannte Staatsreligion ja schon gab. Das Judentum in dem Fall, ja. Und da waren sie ja in den Synagogen und da gingen sie ja noch weiterhin. Das war ja am Sabbat, war korrekt, war biblisch. Ja, haben sie auch gemacht. Jesus hat es ja auch gemacht. Aber dann, je mehr sie eben ausgegrenzt wurden, sind sie eben in die Häuser gegangen. Und da haben sie natürlich dann auch eine Struktur geben müssen. Und das sehen wir natürlich bei Paulus. Denn überall, wo er hinging, hat er gepredigt. Menschen sind gläubig geworden, haben sich taufen lassen. Und dann hat er Älteste eingesetzt. Gemeindeleiter. Genau. Wir wissen es ja sogar von den Aposteln, dass sie Schwierigkeiten hatten, irgendwann ihre Ämter auszuführen, weil sie so überlagert waren. Also sie waren ja eigentlich als Apostel dafür zuständig, sozusagen das Wort von Christus den Gemeinden weiterzugeben. Jetzt konnten sie es aber irgendwann nicht mehr, weil sie so mit Aufgaben zugeschmissen worden sind, dass sie irgendwann gesagt haben, was können wir machen? Und da hatten sie damals Diakone eingesetzt, Stephanus und diese 6 anderen, um die Aufgaben zu verteilen. Also man sieht da so eine Gemeindestruktur. Und natürlich Paulus, du sagst, der nachher unterwegs war, der hat darauf geachtet, dass jede Gemeinde, die er gegründet hat, auch irgendwie geleitet wurde. Ja. Er setzt einen Leiter ein. Das gibt es ja heute auch noch in unseren Gemeinden. Also die Adventgemeinde hat das ja später auch übernommen. Gemeindeleiter haben ja viele Gemeinden, wurden also eingesetzt, nach altem apostolischen Vorbild wurden Gemeindeleiter eingesetzt, die ja auch heute noch in den Gemeinden sind. Da würde mich gleich nochmal interessieren, bevor wir das ansprechen, haben wir noch was anderes, was ich von dir wissen will, aber sozusagen die Autorität der Gemeindeleiter, das wäre gleich nochmal interessant. Wir wissen ja, Jakobus war der in der ersten Gemeinde und so. Aber vielleicht kurz im Hinterkopf behalten mit den Gemeindeleitern, weil ich gleich auf die Gemeindestruktur nochmal runter will. Wir wissen ja, das Werk ist jetzt stark gewachsen, auch damals seit der ersten Gemeinde natürlich unglaublich schnell gewachsen. Ähnlich aber auch in der Adventgemeinde seit 1863, ist sie stark gewachsen, musste auch anfangen, sich zu strukturieren. Und jetzt wissen wir haben das. Du hast es gerade schon erklärt, wir haben irgendwie eine Generalkonferenz oder die hat Organe, also ihre Division. Ich glaube, es sind 16, meine ich. Also 16 Divisionen, die auf die Kontinente so ein bisschen verteilt sind. Oder es sind, glaube ich, 13. 12.
12 Divisionen, 13 Divisionen 13 und, drei und eine Union, ja. Genau, es gibt genau zwei und irgendwie noch so ein Israelfeld und so, also genau, es gibt irgendwie ja, so der Nahe Osten ist als Missionsfeld auch an die Generalkonferenz angeschlossen. Ah, so ist, okay, ja. Danke. Also das ist so die Organe der Generalkonferenz und das ist die Division. Und unter den Divisionen wurde jetzt so ein bisschen aufgebaut in Verbänden oder Unionen, nennt man das. Deutschland zum Beispiel gehört zur intereuropäischen Division, also eine von den großen 13. Und hat zwei Verbände, Norddeutschen und Süddeutschen. Und diese beiden Verbände haben Vereinigungen, die so, ja, man kann jetzt nicht sagen, die Bundesländer umfassen, aber so die Gebiete. Mhm. Jetzt, welche Befugnisse haben diese Stellen? Also sind die Entscheidungen dieser Verwaltungsorgane, sind die bindend? Also wenn der Verband was sagt, muss ich die Vereinigung dran halten? Und wenn die Vereinigung was sagt, muss ich die Ortsgemeinde dran halten? Ist das so? Oder nicht? Oder welche Autorität haben die? Das wäre ja ein autoritäres System. Und genau das haben die Gründer der Adventgemeinde vermieden, weil sie gemerkt haben, das ist nicht biblisch. Biblisch, es ist ja interessant, Gott bestimmt ja nicht, was wir zu tun haben, sondern Gott lädt ein. Er macht uns ein Angebot. Ja, und das ist der Unterschied. Du kannst ein autoritäres System haben, wo es von oben nach unten geht, oder du kannst eben ein Zusammenschluss von freiwilligen Menschen haben. Und genau das ist ja das Erlösungsprinzip Jesu. Deshalb musste ja Christus sterben, um die Sünder zu erlösen, weil Gott die Menschen nie zwingen wollte, ihm zu dienen. Mhm. Ja? Und das hat unsere Pioniere auch bewegt. Und das ist bis heute in unseren Strukturen drin. Mhm. Du hast erwähnt, von der Generalkonferenz bis zur Ortsgemeinde. Ich möchte hier klarstellen, dass in der Adventgemeinde die Grundstruktur die Ortsgemeinde ist. Mhm. Und alles andere dient der Ortsgemeinde. Also die Vereinigung, Verbände, genau. Die Division, damit die Generalkonferenz. Ja. Oder die, ja. Dienen der Ortsgemeinde. Mhm. Die Ortsgemeinde ist die Grundstruktur. Und das wird auch festgehalten in den Dokumenten, aber das ist auch in der Praxis. Ich meine, auch bei allen Sitzungen, die wir hatten, oder Vollversammlungen, die wir hatten, ist das immer wieder durchgekommen. Ja? Die Grundlage oder das Fundament unserer Gemeindestruktur ist die Ortsgemeinde. Und warum? Weil die Adventgemeinde nicht Kirche als Gebäude ist oder als Struktur, sondern eine Gemeinschaft, ein Zusammenschluss der Gläubigen, die auf die Wiederkunft Jesu warten. Ja? Die Struktur gibt es ja. Wie sind das jetzt zu bewerten? Ich meine, wenn die Generalkonferenz jetzt sagt, wir werden jetzt unsere Missionsarbeit auf den Nahen Osten fokussieren, zum Beispiel, dann was ist diese Generalkonferenz? Also wer ist das? Also, ja, also von diesen Ortsgemeinden, deshalb hatte ich vorhin erwähnt, dass die Struktur einfach sich entwickelt hat, schrittweise mit dem Wachstum der Gemeinde. Es gab immer mehr Gemeinden und so haben sie sich zusammengeschlossen. Und so entstanden dann, was wir heute Vereinigungen nennen. Und mehrere Vereinigungen mussten dann auch koordiniert werden und da haben sich die Verbände oder Unionen gebildet. Und so ging das weiter. Natürlich zu Anfang in Amerika selbst war das natürlich so, dass Gemeinden gleich miteinander eine Generalkonferenz gebildet haben, weil sie sich ja jedes Jahr treffen konnten zur Vollversammlung. Wie in einem Verein, du triffst dich ja jedes Jahr zur Mitgliederversammlung
Ja, und genau so ist das gewesen. Ich erinnere mich noch, 1863 waren 20 Leute. Das war die gesamte, ja, die gesamte Generalvollversammlung, waren 20 Leute. Wie viele sind es denn heute? Also ich weiß, 2015 war die letzte in, ja, San Antonio. Ja. Wie viele Leute kamen da zusammen? Da waren etwa 2500 Delegierte, die dabei waren. Aber es waren auch, es kommen ja immer auch viele Mitglieder, die einfach auch bei den ganzen Arbeitssitzungen dabei sind und das mitverfolgen. Und das geht dann schon, die 10.000, 20.000, die während der Woche, während den Arbeiten da sind. Am Sabbat, wenn dann gefeiert wird, Sabbat gefeiert wird, dann sind es natürlich mehr. Und wenn ich jetzt, also wenn da jetzt 2.500 Delegierte sind, muss ich mal fragen, was sind das für Leute? Also wie werde ich Delegierter? Also kann ich, Ronny Schreiber, ein Delegierter werden bei der Generalkonferenz? Also Schildchen umhängen und demonstrieren, ich möchte da sein. Nein, das funktioniert so nicht. Wie wäre der offizielle Weg? Also wie kann ich das machen? In der Bibel kennen wir auch nur den Weg der Berufung, nicht der Selbsternennung. Ja, also es ist so, dass das schon auch geklärt ist. Ich meine, gut, bei einer so großen Gemeinde müssen natürlich gewisse Strukturen da sein. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ne? Genau. Irgendwas muss gehen. Ja. Mhm. Und von daher gibt es Delegierte, die von Amts wegen delegiert sind, also Verantwortliche aus diesen verschiedenen Verwaltungsstellen. Und dann gibt es natürlich zusätzlich Delegierte, die aus den verschiedenen Verwaltungsorganisationen, also Verbänden und Vereinigungen, delegiert werden. Und es ist so, dass mindestens die Hälfte aller Delegierten Laienglieder sein müssen. Und die werden gewählt oder berufen? Die werden berufen. Und zwar natürlich, sie werden empfohlen durch den Ausschuss der Ortsgemeinde an die Vereinigung, durch den Vereinigungsausschuss an den Verband und so weiter bis zur Generalkonferenz. Ja? Mhm, okay. Aber hier haben wir wieder diese Struktur, das Fundament der Struktur der Adventgemeinde ist die Ortsgemeinde. Mhm. Also wenn meine Nürnberger Gemeinde, ja, mich jetzt an die Vereinigung empfehlen würde, ja, und die Vereinigung sagen würde, ach, eigentlich den Ronny, den mögen wir, und würde mich weiter schieben zum Verband. Und der Verband würde mich dann an die Division weitergeben. Ja. Und dann wäre ich ein Delegierter auf der Generalkonferenz. Genau. Ja. Ja? So einfach ist das. Ja, es ist einfach. Ist einfach. Okay. Ja. Aber jetzt, also, das ist schon allerhand an Struktur, das da mittlerweile entstanden ist über die letzten so 150 Jahre. Ja. Also, das haben wir relativ viel Struktur bekommen in die Adventgemeinde. Was mache ich denn jetzt? Wie verhalte ich mich? Das kann ja jetzt sein, dass die Organe oder die einzelnen Verwaltungsebenen nicht ganz im Konsens miteinander sind. Also ich stelle mir jetzt mal die Situation vor, stell dir vor, die Generalkonferenz, also die oberste Konferenz, ja, diese 2500 Leute, die verabschieden irgendwas. Und ich sage mir, ja, das möchte ich gerne machen. Also das ist unser nächstes Ziel. Jetzt sagt aber zum Beispiel meine Vereinigung oder mein Verband oder wer auch immer sagt, nee, wir machen es anders. Mhm. Jetzt ich als einfaches Glied der kleinen Nürnberger Adventgemeinde, an wen halte ich mich denn jetzt? Also ich meine, wem ordne ich mich unter? Ordne ich mich überhaupt unter? Soll ich das machen oder nicht? Ja, ich glaube schon, dass eine Ordnung nicht nur in der Struktur notwendig ist, sondern auch im Umgang miteinander. Und von daher ist deine Frage sehr berechtigt. Bevor ich sie aber beantworte, sollte ich vielleicht noch mal kurz definieren, was mit Generalkonferenz gemeint ist. Denn es wird oft erwähnt, wird oft angesprochen, aber es gibt zwei verschiedene Begriffe, für die Generalkonferenz benutzt wird. Und zwar als Verwaltungsstelle, und zwar oberste Verwaltungsstelle der Adventgemeinde. Da gibt es die Ortsgemeinde, dann Vereinigung, Verband und Generalkonferenz. Aber gleichzeitig, und das hast du ja erwähnt, wenn die Generalkonferenz etwas beschließt, das ist die Vollversammlung der Generalkonferenz, wird natürlich
abgekürzt als Generalkonferenz bezeichnet, aber das ist die Vollversammlung der Generalkonferenz. Ist also ein Kongress der Delegierten aus der ganzen Welt mit Vertretern, offiziellen Vertretern aus der ganzen Welt. Und die Beschlüsse, die von der weltweiten Gemeinde mit Vertretern aus der ganzen Welt gefasst werden, die sind natürlich verbindlich für die gesamte Gemeinde. Also es ist ein Unterschied jetzt, also die Generalkonferenz selbst ist, also das Verwaltungsorgan sitzt in Silver Spring, ja, und hat irgendwie 400 Mitarbeiter. Ja, ungefähr. Und ja, davon irgendwie so ein paar Ausschüsse, ja, die da arbeiten. Aber die Generalkonferenz-Vollversammlung sitzt nicht in Silver Spring, das gibt es nicht. Die treffen sich immer irgendwo und sind alle Delegierten weltweit und bis zu 2.500, ja, oder drüber. Ja, ja. Okay. Alle 5 Jahre. Mhm. Gibt es eben die Vollversammlung der Generalkonferenz. Und diese Vollversammlung bestimmt dann auch, was die Adventgemeinde gerade, ja, ist oder was sie ausmacht. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, worum geht es bei diesen unterschiedlichen Meinungen? Ja, wenn es darum geht, dass ich natürlich in Afrika nicht gerne einen Eskimo-Pelzmantel tragen möchte, dann kann und will und wird die Generalkonferenz darüber nicht entscheiden, sondern es geht darum, ob das Lehrfragen sind oder Strukturfragen, mhm, oder auch Verwaltungsfragen. Ja? Und hier kommt natürlich dann die Frage, wie gehen wir damit um? Wir müssen auch noch sagen, dass jede Verwaltungsebene ihre eigenen Kompetenzen hat. Zum Beispiel kann die Generalkonferenz nicht entscheiden, ob du Mitglied werden kannst oder nicht. Kann sie nicht. Ob ich Mitglied der Adventgemeinde, ja, bin? Ja. Ah. Generalkonferenz, also die Verwaltungsstelle der Generalkonferenz, kann das nicht entscheiden. Kann sie das verhindern? Sie kann es auch nicht verhindern. Sie kann nur den Rahmen geben. Ja, wenn es um die Lehre geht oder wenn es um den Verwaltungsrahmen geht, dann macht sie das. Aber sie kann nicht das Mikromanagement machen. Mhm. Ja, so hat jede Stelle die eigene Kompetenz. Aber jetzt kommen wir zu der Frage, was mache ich, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, wenn es Dissonanzen gibt? Genau, aber du saßt ja in der Division, du warst ja also Organ der Generalkonferenz, ja, selbst. Und stell uns jetzt vor, die Generalkonferenz-Vollversammlung beschließt irgendwas. Also, was könnte sie beschließen? Egal, sie beschließt irgendwas. Und jetzt der Verband, also die Union oder die Vereinigung, sind anderer Meinung. Und ich bin jetzt sozusagen, ich bin jetzt Mitglied in irgendeiner Ortsgemeinde. Ja. Jetzt habe ich sozusagen 3 Meinungen über mir, also, oder 2 Meinungen, mhm, von 3 Organen. An wem orientiere ich mich denn jetzt als 7. Tags-Adventist? Gut, das ist eine ganz wichtige Frage. Und deshalb habe ich noch den Einschub gemacht. Es kommt darauf an, worum es geht. Wenn die Generalkonferenz jetzt zum Beispiel entscheidet, alle Mitglieder müssen grüne Schuhe tragen, dann ist das erstens nicht ihre Kompetenz, das zu machen, und zweitens ist das ja auch keine biblische Lehrfrage. Das heißt also, würde sie ja nicht machen, deshalb bringe ich ja dieses ausgefallene Beispiel. Allerdings, wenn es um Lehrfragen geht, um die Frage, ob ich Jesus Christus als Gott, als Teil der Gottheit, der Dreieinigkeit sehe oder nicht, dann ist das natürlich eine Lehrfrage und da wird natürlich auch mein Gewissen gefragt. Und wenn es um Gewissen geht, dann ist es natürlich schon so, dass wenn Unterschiede sind, dann sollten wir den biblischen Weg gehen. Was haben die Apostel gemacht, Ronny?
Bestimmt erinnerst du dich, was haben die Apostel gemacht, als da unterschiedliche Meinungen waren über das, was der richtige Weg ist? Ich erinnere mich zumindest an ein Apostelkonzil in Jerusalem. Mhm. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst. Richtig. Da unter der Leitung von Jakobus. Ja. Sie haben diskutiert darüber, haben gebetet um den Heiligen Geist, haben am Ende eine Lösung gehabt und Jakobus hat dann verkündet, so machen wir es. Genau, genau. Das heißt also, sie haben miteinander unter Gebet, sind sie der Sache auf den Grund gegangen. Mhm. Sie haben darüber gebetet, sie haben sich ausgetauscht, sie haben ja auch gehört, was Paulus und was Petrus und was die anderen erzählt haben, ihre Erfahrungen aus dem Feld, worum es geht, wo der Schuh drückt, und haben dann wieder unter Gebet, also eine geistliche Entscheidung in einer geistlichen Haltung, haben sie miteinander entschieden, als Generalkonferenz, Vollversammlung der Generalkonferenz, haben sie miteinander entschieden, so geht's lang. Sie sollen kein Blut essen, sie sollen das und das und das, und ansonsten sollen wir ihnen nicht weitere Sachen auflegen. Ja? Mhm. Und das war natürlich verbindlich für alle. Und ich denke, wenn es um Lehrfragen geht, dann ist es natürlich schon verbindlich, was die Vollversammlung der Generalkonferenz beschließt. Mhm. Natürlich, wenn ich mich nicht mehr damit identifizieren kann, dann muss ich meine Entscheidung treffen. Aber wenn ich kann ja auch nicht in einen Fußballclub gehen und sagen, liebe Leute, ab morgen spielen wir alle Tischtennis. Ich meine, werden die Leute sagen, ja, hör mal zu, such dir doch einen Tischtennisclub aus. Da bist du unter Gleichgesinnten. Warum willst du hier dir und uns das Leben schwer machen? Interessanter Rat. Ja. Und von daher ist es natürlich wichtig, dass man das auch akzeptiert. Das ist ja ein demokratischer Prozess. Mhm. Es ist ja nicht einer, der kommt und sagt, so wird es gemacht und alle müssen da das machen, sondern es ist ein demokratischer Prozess, es ist ein transparenter Prozess und da muss man sich dran halten. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie gehen wir damit um, wenn eine Entscheidung vorliegt, aber irgendwelche Verwaltungsstelle das eben anders sieht und praktiziert und ich stehe zwischen den Stühlen, was mache ich dann? Ja, genau. Nehmen wir ein praktisches Beispiel. Die Generalkonferenz sagt, wir sollen all den Sabbat heilig halten. Lehrpunkt. Ja. Der Verband sagt, lass uns mal den Freitag nehmen. Und die Vereinigung sagt, aber der Sonntag ist auch gut. jetzt hast du drei Meinungen. Ja. Was ist jetzt sozusagen, was ist die Lehrautorität, an der wir uns anpassen? Die Generalkonferenz, oder? Nein, da muss ich widersprechen. Die Lehrautorität ist die Heilige Schrift. Wobei. Und das muss biblisch begründet sein. Und zwar nachprüfbar und nachvollziehbar, biblisch begründet sein. Mhm. Und genau darum bemüht man sich. Und ich meine, wenn Gläubige, wirklich geistlich motivierte Gläubige aus der ganzen Welt dabei sind und unter Gebet die Bibel studieren und sagen, die Entscheidung soll getroffen werden, dann ist es doch vernünftig, dass man miteinander in einem demokratisch gewachsenen Kontext sich dann auch entsprechend einbringt. Natürlich, wenn es dem einen oder anderen nicht passt, dann gibt es eben die Spannungen. Aber hier muss man natürlich auch wieder differenzieren. Deshalb habe ich vorhin gesagt, es ist so wichtig zu fragen, worum geht es? Denn zum Beispiel, eine Ortsgemeinde kann nicht beschließen und sagen, ach, die Adventgemeinden in verschiedenen Teilen der Welt haben 28 Glaubenspunkte. Also uns reichen 13. Genau, das meine ich ja. Eine Ortsgemeinde kann das nicht entscheiden. Mhm. Wenn alle Gemeindeglieder der Ortsgemeinde der Meinung sind, die restlichen Glaubenspunkte sind nichts für uns, dann müssten sie sich überlegen, vielleicht eine eigene Kirche zu gründen. Da kommen wir wieder zum Fußballclub oder Tennisclub. Ja? Mhm. Also von daher
Es ist nicht die Kompetenz der Ortsgemeinde, über Lehrfragen zu entscheiden. Es ist nicht in der Kompetenz der Vereinigung, über Lehrfragen zu entscheiden. Es ist nicht in der Kompetenz der Verbände, über Lehrfragen zu entscheiden. Noch nicht einmal in der Verwaltungsstelle der Generalkonferenz und der Divisionen, sondern nur in der Vollversammlung der Generalkonferenz. Das heißt, alle zusammen, miteinander, in einer geistlichen Haltung, in einem demokratischen Prozess. Mhm. Ist hier das Zitat von Ellen White bekannt, wo sie sagt, dass sie, wenn die Generalkonferenz in Vollversammlung zusammenkommt, dass wir ihre Meinung achten sollen und uns und ihr auch nachfolgen sollen, also dem, was gesagt worden ist. Aber sie sagt später, wenn es nur eine kleine Gruppe, also sozusagen die Verwaltungsstelle ist der GK, dann können Fehler machen. Sicher? Aber von der Vollversammlung sagt sie, das sollen wir als bindend annehmen. Ja. Finde ich beeindruckend, also welche Autorität, Lehrautorität die Vollversammlung hat. Ja, damit hat sie ausgedrückt, dass in der Tatsache der vielen Berater viel Weisheit liegt. Und wenn man mit einer geistlichen Haltung reinkommt, dann wird Gott das auch ordentlich führen. Mhm. Ja, und von daher ist zumindest in den letzten mehr als 150 Jahren ist es natürlich schon deutlich geworden, dass Gott geführt hat. Mhm. Jetzt glaubst du, dass also die Gemeinde, du hast gerade so ein bisschen erklärt, wie sie strukturiert ist, welche Befugnisse wer hat, ist ja gar nicht so allen bekannt. Ist ja ganz gut, dass wir das hier mal ansprechen, wer welche Befugnisse hat. Glaubst du, diese Gemeinde, so komplex wie sie heute ist, wird bis zum Ende Bestand haben? Also vielleicht, provokanten Punkt, glaubst du, dass die Gemeindestruktur, das so wie wir sie kennen, in 10 Jahren noch existiert? Das ist schwer zu sagen, weil wir ja nicht wissen, wie sich die Zeiten entwickeln. Aber so wie es im Augenblick aussieht, findet ein Wandel statt. Und das sagen auch Beobachter, Trendforscher, auch christliche Trendforscher. Ich habe ja gerade vor einiger Zeit einen Artikel gelesen von Trendforschern aus Kalifornien, die gesagt haben, diese Krisensituation hat die Kirchen schon verändert. Mhm. Ein guter Teil der Gemeindeglieder wird nie wieder in das Kirchengebäude zurückkehren. Aber sie sind dabei. Online oder in kleinen Gruppen oder in Hausgemeinden oder wo auch immer. Das heißt also, wir erleben gerade im Augenblick einen Wandel der Struktur der Kirche. Und das wird sicher die Adventgemeinde auch beeinflussen. Wir wissen nicht, wie sich die Sachen entwickeln, aber ich kann mir vorstellen, dass in sehr naher Zukunft die Struktur der Urgemeinde wieder mehr an Sichtbarkeit gewinnt. Dass mehr Menschen sich auch in Hausgemeinden treffen werden. Natürlich ist es schön, wenn man zusammen ist und wenn da 100 oder 500 oder eben 5000 Leute zusammenkommen. Ab und zu braucht man das auch, ja. Aber das Woche für Woche zusammenkommen, das haben die damals so gemacht. Und es scheint, als würde es wieder in die Richtung gehen. Wir wissen nicht wie, aber ich denke, wenn es damals funktioniert hat, wird es auch jetzt funktionieren. Mhm. Das ist ja vielleicht eine spannende Frage für dich. Du bist ja viel in großen Gremien unterwegs. Du hast ja dein Leben lang irgendwie Gremienarbeit gemacht. Also in wirklich auch den höchsten Gremien, den höchsten Verwaltungsstellen, die wir haben. Für wie wichtig hältst du denn die kleinen Hauskreise? Die Hauskreise in der Ortsgemeinde, die Bibelkreise, die sich so treffen? Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Und zwar aus folgendem Grund. Ich sagte ja, das Fundament der Struktur der Adventgemeinde ist die Ortsgemeinde. Und das Fundament der Ortsgemeinde sind die kleinen Gruppen. Dort, wo es Hausgemeinden gibt, dort, wo es Bibelstudiengruppen gibt,
da wächst die Gemeinde. Mhm. Denn da wächst diese persönliche Beziehung zu Gott, aber auch zum Alltag. Das Problem heute ist ja nicht, dass Menschen nicht an Gott glauben. Ich habe ja vor ein paar Jahren, 3, 4 Jahren, habe ich gelesen eine Shell-Studie von Deutschland, die sagte, 73% glauben an einen persönlichen Gott in Deutschland. Ja? Und von den restlichen 27% glauben nochmal 26% an irgendein höheres Wesen. So, aber viele Menschen bezeichnen sich als ungläubig oder dass sie nicht an Gott glauben. Warum machen sie das? So Atheisten. Als Atheisten, ja. Das ist ja auch ein falscher Begriff. Sie sind nicht Atheisten, sie sind säkularisierte Christen. Sie glauben an Gott, nur sie leben ohne Gott. Ja, Atheisten sind ja Menschen, die nicht an Gott glauben. Ja, sie leben ohne Gott und das sind säkularisierte Christen. Säkularisierte Menschen. Ja? Und von daher ist es natürlich wichtig, dass diese Menschen eine Heimat finden, dass sie Menschen finden, mit denen sie sich austauschen können. Es ist ja heute nicht einfach, mit einem Menschen über Gott zu sprechen, denn Gott, die Religion, ist ja etwas sehr, sehr Persönliches. Und wir haben es gelernt in unserer Gesellschaft, die Menschen nicht an uns heranzulassen. Ja, wir zeigen schöne Bilder in Facebook, aber das ist ja alles nur äußerlich. Aber hineingucken, bitte nicht, ja? Und genau das passiert jetzt in den kleinen Gruppen. Da kann man geschützt, weil man den anderen kennt, weil man sich auf den anderen verlassen kann, weil der andere einem auch vertraut, da kann man eben miteinander. Und also aus meiner Sicht ist das sehr wichtig und das ist auch die Zukunft der Kirche. Ja, denn viele Menschen, die mögen keine Kirche, aber sie mögen die Gemeinschaft der Gläubigen. Und glaubst du, die Sachen werden sich wiederholen? Also du sagst, es wird wahrscheinlich am Ende so sein, wie zur Zeit der ersten Gemeinde. Also lauter versprengte kleine Gruppen, die haben alle irgendwie ihren Gemeindeältesten gehabt. Die waren alle irgendwie noch organisiert, gehörten auch irgendwie alle zusammen. Also der Beschluss des Apostelkonzils, den Jakobus ja festgemeißelt hat, der wurde ja auch von den Aposteln überall hingebracht. Aber sie waren selber organisiert über ihren Gemeindeältesten, diese einzelnen kleinen Gruppen. Jetzt, am Ende der Zeit, wird es so sein, dass wir vielleicht in 10 Jahren, weiß ich nicht, dass wir keine großen Gemeindestrukturen mehr haben, also dass vielleicht sogar unsere Gebäude beschlagnahmt sind, weggenommen sind, kann sowas sein und dass wir wirklich wieder genauso, vielleicht sogar im Untergrund wie in einigen Ländern arbeiten, dass wir uns so treffen, nur noch in kleinen Gruppen, dass es gar nichts anderes mehr gibt. Oder gibt es irgendwie ein biblisches Wort oder ein Wort im Geist der Weissagung, oder das heißt, bis zum Ende wird es die Struktur der Gemeinde noch geben, die Generalkonferenz und alles wird sich noch treffen. Ist dir sowas bekannt? Also gibt es das oder müssen wir uns wirklich völlig umstellen? Ja, also sicher, die Geschichte der Christenheit zeigt, dass es immer wieder Zeiten gegeben hat, wo die Kirche, wo die Nachfolger Jesu in den Untergrund mussten. Und was wir uns heute kaum vorstellen können, das heißt, heute können sich die meisten Menschen das wieder vorstellen, wie schnell Dinge gehen können. Ja, vor einem Jahr noch hätte sich niemand das vorstellen können, jetzt schon. Also Dinge können sich sehr schnell ändern. Und ich erinnere mich noch, was Großeltern und Urgroßeltern erzählt haben, wie das praktisch von einem Tag auf den anderen ging. Ja, in den beiden Weltkriegen und in der Zeit drumherum oder in den kommunistischen Ländern, wie schnell das ging, dass die Gemeinde in den Untergrund musste. Und wenn wir natürlich zum Beispiel das Buch Vom Schatten zum Licht lesen, dann wird da schon deutlich, dass das Zukunftsszenario vermutlich vielleicht hoffentlich für eine recht kurze Zeit, aber doch wieder in die Richtung geht. Und wenn sich das, was bisher beschrieben gewesen ist, sie erfüllt hat, dann ist davon auszugehen, dass sich für die Zukunft das auch wieder erfüllen wird. Wenn wir schon so vorausahnen und sehen, also es wird wahrscheinlich wieder ähnlich werden, wie können wir uns da vorbereiten? Also was können wir heute tun als Gemeinde, also ich zum Beispiel in meiner kleinen Nürnberger Gemeinde, in der ich hier sitze, was können wir tun, um uns auf diese Zeit vorzubereiten? Können wir uns überhaupt vorbereiten?
Jesus macht ja ganz deutlich, in den letzten Kapiteln des Matthäusevangeliums zum Beispiel, gerade Kapitel 24, 25 sind da ganz, ganz wichtig. Selbstverständlich können wir uns vorbereiten. Und zwar dadurch, dass wir eine persönliche, enge Beziehung zu Gott suchen. Ja? Gebet nennt Jesus auch. Mhm. Und dann eben das Wirken seines Heiligen Geistes, der uns in aller Wahrheit führen wird. Und interessant, Matthäus 25, Jesus wird am Ende nicht fragen, was hast du gedacht oder was hast du geglaubt oder was hast du dir vorgestellt, sondern Jesus wird einfach fragen, was hast du getan? Ja, Matthäus 7, 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in den Himmel kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters in dem Himmel. Mhm. Ja, also im Grunde genommen, den Willen tun. Geht es darum, das umzusetzen. Und ich muss sagen, mich fasziniert es immer wieder. In unserer Gemeinde legt man großen Wert darauf, dass wir das, was wir in der Bibel lesen, auch umsetzen in den Alltag. Mhm. Und die Bibel gibt uns ja so tolle Lebensprinzipien mit, zum Beispiel ehrlich sein. Ja, und im Neuen Testament ist ehrlich sein extrem wichtig. Da möchte ich nur an die Sache mit Ananias erinnern. Unser Vater. Ja? Mhm. Also ehrlich sein ist ein ganz wichtiges Prinzip. Dann Nächstenliebe, den anderen achten. Mhm. Ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Mhm. Ja, und im Grunde genommen diese Schöpfungsordnung. Wenn ich daran glaube, dass Gott diese Welt geschaffen hat in 7 Tagen, ja, er hat ja den Sabbat auch noch geschaffen, ja, dann ist für mich jeder Mensch wertvoll und auf Augenhöhe zu sehen. Ob er weiß oder schwarz oder gelb oder wie auch immer ist. Ob er 3 Doktortitel hat oder eben nur ein einfacher Arbeiter ist, spielt keine Rolle. Durch die Schöpfung sind wir alle auf einer Ebene. Also respektvoll miteinander umgehen. Und all diese Prinzipien, das ist so wunderbar. Und ich muss sagen, da braucht man gar nicht warten bis ins ewige Leben. Da kann man jetzt schon als glücklicher Mensch auf dieser Welt leben. Mhm. Und das freut mich so ein bisschen, wenn du das so sagst. Ich weiß, bei uns in der Gemeinde ist es so, dass wir wirklich dass sich die Ebenen, die wir haben, die Verwaltungsebene, nicht so abgrenzt voneinander. Ja. Also du findest die Leute irgendwo in den Hauskreisen, in den Gemeinden einfach mit verstreut. Die arbeiten halt auf ihrer Position, da wo Gott sie eingesetzt hat. Aber du kannst ganz normal im Hauskreis dich mit ihnen treffen, kannst mit ihnen sprechen. Und jeder soll seine Arbeit so treu machen. Und ich glaube auch, also wenn alles zusammenbrechen wird, wenn die ganze Arbeit mal zusammenbricht, also wenn die ganzen Strukturen mal aufgelöst werden, einfach per staatlichem Dekret, dass am Ende nur noch diese kleinen Kreise übrig bleiben. Also wird das sein, was noch am stärksten zusammenhält. Diese kleinen Gebetskreise, diese kleinen Hauskreise. Ja. Und ich denke, wie schade, wenn du heute zu den Menschen gehörst, die keinen kleinen Gebets- oder Hauskreis haben. Also dass du diese Struktur nicht kennst. Man ist immer im Gottesdienst und man kennt irgendwie die großen Veranstaltungen und so. Aber einem fehlt dieses Kleine. Ich glaube, was wir wirklich heute machen können, um uns vorzubereiten auf das, was kommt, ist diese kleinen Gruppen schon wirklich, also zu gründen, sie voranzutreiben, da mitzuwirken. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Auch wirklich ein Segen, den wir heute schon erleben und natürlich in Zukunft, wenn vielleicht die Gemeindestruktur irgendwann nicht mehr da sein wird. Das kann ich nur jedem Zuschauer empfehlen, wärmstens empfehlen, sich eine Gruppe zu suchen von ernsten Menschen, die Gottes Wort ernst nehmen wollen in ihrem Leben und miteinander regelmäßig sich zu treffen und Gottes Wort zu studieren und sich dann darüber auszutauschen, wie man Gott erlebt hat. Mhm. Das bringt so viel Freude und es ist eine mühelose Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Mhm. Vielen Dank, Gabriel. Ich habe wahrscheinlich noch so 1 Million Fragen, die ich dir stellen könnte. Also wie man in Ortsgemeinden sich strukturiert, wie man mit unterschiedlichen Meinungen in den Ortsgemeinden umgeht, welche Bewandtnis diese einzelnen Stellen haben und wie man Streitigkeiten löst und. Ich hätte noch so viel, was ich mit dir besprechen kann. Unsere Zeit ist allerdings vorbei, was sehr schade ist. Trotzdem vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns ein bisschen über die Gemeindestruktur aufzuklären, wie das alles zusammenhängt, welche Befugnisse da auch sind und aber auch uns gezeigt hast, dass die Gemeinde, die Ortsgemeinde selbst eigentlich die Basis ist,
auf die es ankommt. Also vielen Dank dafür. Danke, dass du mit uns dieses Thema behandelt hast und dir die Zeit genommen hast. Gern geschehen. Auch euch wieder vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer, dass wir gemeinsam durch die Themen durchgehen können. Und ich bin auch immer sehr dankbar für die E-Mails, die ihr uns schreibt, wenn ihr uns Themen vorschlagt und sagt, bitte sprecht doch das mal, das ist mir unklar. Also traut euch weiterhin, schreibt uns gerne diese Mails. Wir versuchen, diese Dinge dann aufzugreifen und nach das als Thema hier auch in Eisberg vorauszubringen, wenn es sich denn irgendwie auf die letzte Zeit bezieht, auf das, was noch vor uns liegt. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.